Kleiner Funfact am Rande. Gestern war meine Eigentümerin hier. Alles entspannt, kein Stress oder sowas, ne? Hab mit ihr geschnackt. Die ist ja ins Ausland gezogen. Sagt sie mir, sie will wieder zurückziehen und in die Wohnung hier ziehen. Ah ja, habe ich mir dann gedacht. Aber keine Panik auf der Titanic. Ich habe einen Mietvertrag von 2 Jahren unterschrieben. Das weiß sie auch. Also gar kein Stress mit ihr. Eine Liebe. Gar kein Stress mit ihr. Ich wohne jetzt hier vielleicht 8 Monate. Das heißt, ich kann hier noch 1 Jahr, 4 Monate oder so wohnen. Theoretisch gesehen, vielleicht finde ich vorher ja schon was Besseres. Vielleicht kaufe ich mir vorher auch schon ein Haus. Ist ja ihr gutes Recht, das wusste ich ja vorher. Dass sie jederzeit sagen kann, dass sie hier wieder rein möchte. Also alles entspannt. Ist ja wirklich eine Liebe. Auch wenn man mal ein paar Differenzen hatte so. Aber ich mag die echt gerne, Digga. Sie könnte auf Eigenbedarf kündigen und dann müsstest du in 3 Monaten raus. Ich kenne mich da mit der gesetzlichen Lage überhaupt nicht aus. Ich denke aber nicht... Ehrlich gesagt, ich denke nicht. Also kann aber auch sein, dass es... Also ich weiß nicht, weil wir haben ja einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Aber zu 100... Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja einen 2-Jahres-Mietvertrag unterschrieben und sie hat ihn ja auch unterschrieben. Also aber sicher bin ich mir nicht. Und wie gesagt, selbst wenn es so wäre, wir wollen den Teufel jetzt nicht an die Wand malen, ist klar. Aber selbst wenn es so wäre, ich bin in einer glücklichen Position, Digga. Selbst wenn es so wäre, dann hole ich mir ein Umzugsunternehmen, bezahle dem Umzugsunternehmen 2.000, 3.000 Euro... Dann hole ich mir noch ein paar Jungs ran, die mir die ganze Elektronik aufbauen und dann muss ich genau gar nichts machen. Und machen in der Zeit, wo die den Umzug erledigen, mache ich Urlaub. Das ist halt einer der großen Vorteile am YouTube-Dasein und am viel Geld verdienen. Und ich glaube, viele von euch würden es genauso machen, wenn sie genug Geld haben. Warum soll ich mir da den Rücken noch krumm machen, Digga? Dann hole ich mir Leute, die ich dafür bezahle. Dann kommen Hassan und seine Jungs vorbei, ja? Die würden da vorbeikommen, eventuell. Die Mods. Mhm. Dann würde ich mir Erik und so holen. Dann würde ich erstmal eine Anzeige wegen Kinderarbeit kassieren, Bruder. Nochmal eine Hausdurchsuchung. Und dann würden haufenweise getragene Höschen von mir fehlen, weil Robin weil Robin und Erik wieder heimlich dran schnüffeln müssen. Weil sie noch so unerfahren sind in ihrer Sexualität und nicht hinwissen mit ihren Gefühlen im Pillermann. Im Pillermann, Digga. Was los, Digga? Aber ey. Soll ich euch ehrlich was gestehen? Real Talk. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, Digga. Aber ich habe auch Kollegen gehabt, die geile Geschwister hatten, Digga. Und geile Mummies. Digga, da ist auch da, das ein oder andere Höschen ist da auch verschwunden, Digga. Oder ich hatte auch eine richtig geile Nachbarin, Digga. Mit der hatte ich dann später auch was. Aber die fand ich so geil, Digga. Und ihre Eltern haben immer ihre Wäsche aufgehangen und dann alleine, Digga. Huch, da ist auch der ein oder andere BH, sag ich schon. Der ein oder andere Tanga, das ein oder andere Höschen. Verschwunden. Auf ganz unauffällig, Digga. War früher, sag ich euch ganz ehrlich, war früher so, als ich noch sexuell nicht so, also nicht viele Erfahrungen hatte und so, war das schon ein kleiner, was heißt da? So ein kleiner Fetisch, weiß ich nicht, Fetisch nicht unbedingt, weiß nicht, wie man das nennen soll. So, doch, es hat mich angeturnt, Digga. Sag ich euch ganz ehrlich, hat mich angeturnt, von irgendeiner geilen Alten mir das Höschen zu stibitzen und ein bisschen dran zu schnüffeln. Sag ich euch ganz ehrlich. Mittlerweile, Digga, mittlerweile juckt mich das überhaupt nicht mehr. Aber da war auch eine, er muss auch gestehen, aber da gibt es auch eine Geschichte. Ja, ja, Fetisch nicht, Reiz, denke ich, ja. Reiz, denke ich, ist das bessere Wort. Da habe ich halt noch keine sexuellen Erfahrungen gehabt und wollte einfach mal wissen, wie eine Frau untenrum riecht oder allgemein. Und dann aber erzähle ich euch mal diese andere Story, Digga. Meine Mutter, und nein, es hat jetzt nichts mit Höschen von meiner Mutter zu tun. Digga, wo kommst du? Sag mal, du Hurensohn. Meine Mutter hatte eine Freundin, die ich echt geil fand. Und die hat bei meiner Mutter übernachtet. Also die kam weiter weg und ist zu Besuch gekommen und hat dann bei meiner Mutter übernachtet. Und ja, dann eines Tages bin ich bei uns auf Toilette gegangen und dann stand da ihr Kulturbeutel. Und in diesem Kulturbeutel habe ich gesehen, war Unterwäsche. Also ich habe mal so reinstibitzt, wollen wir es mal so sagen. Da war Unterwäsche drinne, getragene Unterwäsche. Und da habe ich mir gedacht, oh, ah ja, da wird sich der Monte aber mal ein Näschen von gönnen. Mal gucken, was da so für ein Geruch bei rumkommt. Und ich habe aber gar nicht groß geguckt. Ich habe da gar nicht groß geguckt, so. Naja. Um jetzt nochmal die Geschichte zu Ende zu erzählen. Und dann, habe ich mir das Höschen genommen und so einen tiefen Schniefer, Digga. Und Bruder, ich habe gewürgt. Ich habe fast gekotzt, Digga. Es war so widerwärtig. Ich werde diesen Geruch nie vergessen. Das Ende vom Lied war, Digga, das war ein Höschen, was getragen war. Und sie hatte ihre Regel, ihre Tage. Und hat wohl ihren Ausfluss in das Höschen reingepfeffert. Widerlich. Und ab dem Tag habe ich nie wieder an einem Höschen geschnüffelt, Digga. Nie wieder. So, Kapi, will hier wieder jeder sehen.
Bratas, Bratidas, Bratuchas, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Das hier ist kein Promo-Move. Das hier ist traurig. Das ist sehr traurig. Ich bin nicht mehr bei EGJ, da mein Label-Boss mit der Polizei arbeitet. Intensiv mit der Polizei arbeitet, so. Er hat Polizeischutz bekommen. Okay, konnte man irgendwo noch verstehen. Seine Kinder waren in Gefahr. Jetzt scheißt er Leute an. Die Leute gehen in den Knast. Und ich bin nicht für sowas. Und es ist traurig, was dieser Mann dem Team hier angetan hat, dem ganzen Team, Aschaf, der ihm geholfen hat, der ihn nächtelang mit ihm war, seine Probleme angehört hat, ihm geholfen hat, ihn aus der Scheiße gezogen hat, Waisel, der immer neben ihm stand, Samra, der ihm seine Texte geschrieben hat, und mich, Digga, ich habe mich für alles eingesetzt, Digga, und die Leute haben gesagt, mach das nicht, und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich dachte, wir sind ein Team, aber wir sind kein Team, die Polizei ist jetzt dein Team. Schöne Grüße. Bratans, Bratinas, keine Ahnung, was soll man dazu sagen, Digga. Ich denke, die Aussage spricht für sich, oder? Ja, was soll man dazu sagen? Gibt's nicht viel für mich zu sagen, Digga. Ich mische mich nicht in Sachen ein, die nicht meine Angelegenheiten sind, Digga. Aber sagen wir es mal ganz einfach so, Digga. Mit der Ansage, da kann uns noch einiges erwarten in nächster Zeit, Digga. Tust du doch ständig, aber hier verstehe ich dich. Ja, ich mische mich oft in Angelegenheiten ein, was YouTube und Twitch angeht, etc., weil ich da auch so ein bisschen drinne bin. Weißt du, wie ich meine? Aber da bin ich überhaupt nicht drinne, Digga. Warten wir mal ab, was da passiert, Digga. Aber es ist natürlich schon eine Ansage, sag ich jetzt mal, von Kapi, ne? Könnt euch mal die Kommentare bei Bushido oder seinem letzten Foto reinziehen. Was da passiert, keine Ahnung. Am Ende des Tages hoffe ich einfach, dass die Musik nicht darunter leidet, Digga, weil deswegen verfolge ich die Jungs, weil ich deren Musik feier. Das wird noch interessant, Digga. Das wird noch interessant. Interessant in dem Sinne für die Leute, die es halt interessiert. Neuen Song von Kapi über Bushido angeguckt. Hat Kapi jetzt sogar einen Song gedroppt, oder was? Schauen wir mal. Da bin ich jetzt gespannt, Digga. Der Beat ist brutal, Digga. Heute mach ich Parabra, wir alle bauen Benatira. Gestern Golf 3 ohne Navi, ohne Klima. Uber fahren, nie wieder. Nur noch RS6 und 6 Liter Benzin. Der Fahnder nimmt mich hoch, hab die Wumme auf den Schoß. Ich geh 2 Jahre rein und setz alles auf Rot. Gott hat es so gewollt, roll auf 22 Zoll. Für die Feinde hab ich Blei in meinem Call. Gucci Cappy Team, sie setzen Paare auf mein Kopf. Und am Disney Glock, wir schaden die Kopf. Doch heute geht's mir gut, danke Mama, danke Gott. Ich geh so oft auf die 1, ich hab keinen Platz für die Award. Lack, ich geh nicht mehr zu Fuß, kauf ein Ticket nach Toulouse. Deine Sippe, Mann, ich fick du und verschiffe nach Peru. Gib ihm Hose, lieber ich hatte Polo Air Max. Rauch im Casino, doch ich dufte nach RMS. Pick mal deine Rapper, nein, ich war nicht so wie die. Ich hatte keinen Bock auf Schule, doch auf Mathe und Chemie. Heide, leg keine und zieh. Ja, bra, wir machen häufig Fehler. Und ich hau auf deine Leber mit nem Hockeyschläger. Parma, Mia, Miami, Prada, Cavalli, Fendi. Fick dein Trikot, ich bin Mario Balotelli. Gib ihm Kickdown im Seidenhemd. Beste Mode aus Paris, obwohl ich nicht mal den Designer kenn. Pick mal den Designer, komm zu gut. Du gibst Scheine aus, yeah. Die meisten deiner Rapper sehen scheiße aus. Nein, ich hatte kein Spielzeug und Matchbox. Hol Schnauzen hoch aus, Zombie-Modus, Black Ops. Wir schauen wie Wölfe zum Vollmond. Wir haben mehr Sünden als Euros. Lieber Gott, ich kann es nicht begreifen. Unser Pater wird dich reichen, die Schulden zu begleichen. Ja, wir schauen wie Wölfe zum Vollmond. Wir haben mehr Sünden als Euros. Lieber Gott, ich kann es nicht begleichen. Unser Pater wird dich reichen, die Schulden zu begleichen. Asi in Venedig und mein Nike-Sneaker presto. Schnell verdiente Scheine wie im Ghetto. Sitz mit 5 Frauen fresh in der Sushi-Bar. Augenrot, Kaffee-Lash, so wie Lucifer. Seite halt Abstand, Bretter, wir sind am Start. Bitches aus Kapstadt, Bandstuff aus Karstadt. Fick auf diese Welt, renn mit ner 9er in dein Laden, ja. Fried, du fick Bratter, wir vermissen dich und warten. Meine Brüder stimmt das KDW, Freiheit für Hamza. Kapital Samra, S-Class Panzer. Geh beiseite, du Hurensohn. Sag, wem willst du mit der Kugel drohen? Gucci Schuh, grün und rot. Die Hunger, den ich habe, Bra, die kannst du nicht vergleichen. Nein. Jeden Tag am Acker. Nicht mal Zeit zum Reisen, was soll ich noch erreichen? Was? Ich war noch nie auf dem Juice-Cover. Nein. Ich glaub, die können mich nicht leiden. Kipp den gottverdammten Cognac in dein Handyglas. Weiße Socken, so wie Tennis-Star Steffi Graf. Managers locken mich mit Belletage. Ich bleib beim Predator, 4-5 Schüsse aus dem Estemar. Wir schauen wie Wölfe zum Vollmond. Wir haben mehr Sünden als Euros. Lieber Gott, ich kann es nicht begreifen. Unser Pater wird dich reichen, die Schulden zu begleichen. Ja, wir schauen wie Wölfe zum Vollmond. Wir haben mehr Sünden als Euros. Lieber Gott, ich kann es nicht begleichen. Unser Pater wird dich reichen, die Schulden zu begleichen. Ja, wir schauen wie Wölfe zum Vollmond. Wir
Wir haben mehr Sünden als Euros. Lieber Gott, ich kann es nicht begleichen. Unser Vater wird dich reichen, die Schulden zu begleichen. Ich verstehe auch nicht, warum der Song Fick 31 heißt, ehrlich gesagt, Digga. Da wäre eigentlich eine Line gegen Bushido jetzt am Start. Weil ich will nochmal ganz kurz was gucken. So, das Wort hochgeladen vor 2 Stunden. Das Wort hochgeladen vor 6 Stunden. Genau. Kapi hat vor 5 Stunden auch unter dem Tweet von Bushido kommentiert. Digga, muss man das verstehen? Ich glaube nicht, oder? Das muss man nicht verstehen, Digga. Diese andere Verwirrung herrscht gerade bei mir. Ja, Promo, ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Promo ist, weil ich glaube nicht, dass Bushido auf seinen Nacken Promo machen lässt, indem man ihm unterstellt, er hätte mit dem Bullen zusammengearbeitet. Also wenn, wäre es extrem schlechte Promo, würde ich mal sagen, Digga. Muss man das verstehen? Ich glaube nicht, Digga. Ich glaube nicht. Steckt man nicht drinne.